Jeder, der noch weihnachtliche Dekorationen für zu Hause, leckere Naschereien oder kleine Geschenke suchte, wurde hier fündig. Rund um die St. Ludgeruskirche hatten die Ehrenamtsgruppen wieder zum Adventsmarkt, dem Marktplatz der Hilfe, eingeladen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um gemütlich entlang der Stände zu bummeln. Also mir gefallen hier die Stände und so. Und weil wir hier gerade an einer Schule waren. Und dann sind wir hier vorbeigekommen und dann habe ich Mama gesagt, dass wir hier mal drauf können, also auf den kleinen Markt hier. Weil wir erst an der Schule waren und Tag der offenen Tür genossen haben und jetzt sind wir dann einmal hier hingekommen. Einerseits war ich hier wegen dem Tag der offenen Tür der Gesamtschule und dann bietet sich das ja an, eben schnell einmal rüber zu huschen und zu gucken, wer sich hier so alles präsentiert und was hier so angeboten wird. Manche andere waren mit einem eigenen Stand vor Ort und genossen zwischendurch die weihnachtliche Atmosphäre. Also ich bin jetzt hier und stehe jetzt hier bei den Pfadfindern, weil ich mit meinem Mann da bin und der ist halt so letztlich sehr ein für die Pfadfinder und ist bei den Pfadfindern und bemüht sich sehr, da ein bisschen was zu machen. Und von daher sind wir jetzt erstmal hier angefangen und genießen das erstmal in einer gemütlichen Runde beim gemütlichen Beisammensein. Und dann werde ich gleich einmal noch eine Runde gehen und schauen, was sonst noch so da ist und mir die anderen Sachen einmal anschauen und schauen, was so da geboten wird und gemacht wird. Also wir sind heute hier, weil wir hier unseren eigenen Stand haben von der Gesamtschule Schermbeck, von der Oberstufe und wollen hier Geld für unsere Abikasse einnehmen. Und am besten gefällt uns natürlich unser Stand. Da gibt es auch sehr schöne Deko. Ja, alles selbst gebastelt. Und ja, das war's. Mit dem Verkauf selbst hergestellter Plätzchen, Schmuckkerzen, kleinen Engeln, Kunsthandwerk und frisch zubereiteter Speisen wurde für einen guten Zweck gesammelt. Zum einen ging das Geld an Projekte in Schermbeck und Umgebung. Ich stehe für das Frauenteam Schermbeck und das Geld geht in diesem Jahr zur Caritas Schermbeck. Die Caritas in Schermbeck kümmert sich um Familien, denen es nicht so gut geht und dafür spenden wir in diesem Jahr das Geld. Ja, wir sind vom Männerkochclub der evangelischen Kirchengemeinde und wie jedes Jahr ist unser Gewinn für unsere Kindergärten. Da werden dann Spielzeuge für gekauft, also alle Dinge, die nötig sind und die im normalen Metall nicht enthalten sind. Also alles für die Kinder. Andere sammelten für karikative Aktionen in Ländern wie Afrika oder Südamerika. Ja, das ist der Freundeskreis Las Torres. Wir unterstützen in Venezuela, im Armenviertel in Caracas, 150 Kinder, die da Vorschule, Kindergarten, Betreuung haben, jeden Tag ein Essen bekommen. Und das machen wir schon mit der Schermbecker Gemeinde über 30 Jahre. Aber auch für einen eigenen Zweck wurde das Geld benötigt. Der Verein ist der Kindergarten Steenkampshof, die Elterninitiative hier vor Ort in Schermbeck. Und wir verkaufen hier für unser Patenkind. Wir sind von den Pfadfindern und das hat unser Trupp gemacht, also die Rover. Und das ist für unsere Truppkasse, also für Veranstaltungen und sowas. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Kinder des Tanzclub Grünwald Schermbeck mit einer Tanzvorführung sowie verschiedene Sänger und Instrumentalisten mit ihren Darbietungen. Für die Kinder war der heilige Nikolaus wieder eine besondere Attraktion. Gemächlich schritt er entlang der Stände und hatte für jeden, groß und klein, ein gutes Wort. Der Marktplatz der Hilfe lockte bis abends um 19 Uhr zahlreiche Besucher an.